This is the motto of the show, Hour of the Truth. Rome never changes. They used to call us heretics and sent the Inquisition to kill us. Today they call us terrorists and send on their crusades. Times and methods may have changed, but the goal still stays the same. Extirpate the remnant of the true Word of God, Bible-believing people who uphold the truths in Jesus Christ's name. Suffering at the hands of Rome, 'cause they believed in Christ alone. They died through Europe, especially Spain, for they saw all but Christ is vain. He suffered by his death for men, to save them from their awful sin. 600 years of martyred saints that history cannot erase. With iron heel and iron hand, the Roman popes rule the land. Those ignorant of history may be swept into apostasy. We won't be loved by Rome, sweet lie, with 50 million reasons why. Salvation is by faith alone, in Christ alone, by grace alone. A sovereign God give faith to man. Salvation's in the Maker's hand. This gospel offends Rome today. They offer up another way, a counterfeit, a compromise. Beware the ancient papal lie, with such a cloud of witnesses who by grace died in their Lord. Recall their memory to say, by the same faith we live today. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggler 66, Stunde der Wahrheit. Heute lese ich den nächsten Teil in dem Buch Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear, die 9. Lesung nach der Einleitung, das 10. Video insgesamt. Und das ist eine ganze Weile her, dass ich noch die Zeit hatte, in diesem Buch zu lesen. So viele andere Dinge kamen da in der Zwischenzeit. Die letzte Lesung war am 16. September 2016 und dann kam mir das Buch von Martin Luther dazwischen, sowohl in Deutsch wie auch in Englisch. Das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet von Martin Luther in Deutsch und in Englisch. Das habe ich jetzt auch endlich fertig in beiden Sprachen. Ja, heute sind wir bereits das nächste Jahr. Wir schreiben heute den Sabbat, den 6. Januar 2018. Und möchte jetzt endlich die nächste Lesung machen von diesem wundervollen Buch der Geschichte der Inquisition von Henry Charles Lear. Und wir sind immer noch in dem zweiten Kapitel, mit dem wir letztens bereits angefangen hatten, die Häresie. Ja. Auf Seite 72 geht es heute weiter, weil ich hatte letztes Mal einen ganz guten Platz gefunden, um abzuschließen, nämlich Ende Seite 71. Auf Anfang Seite 72 gehen wir jetzt weiter und werden uns weiter der Häresie widmen, wobei wir ja nicht vergessen dürfen, dass Häresie einerseits ist das, was die römisch-katholische Kirche als Häresie bezeichnet, und zwar alles, was mit der Bibel zu tun hat. Und auf der anderen Seite müssen wir uns bewusst sein, dass biblische Häresie oder biblisch gesehen Häresie das ist, was nicht gehorcht nach dem Wort Gottes. Ja? Also alles, was abweicht von der Bibel, das ist der eigentliche Begriff von Häresie. Und ihr habt ja gemerkt, dass es in diesem Buch nicht immer so ist, dass man das aus dem Kontext so deutlich verstehen kann. Deswegen werde ich versuchen, darauf zu weisen, welche Punkte was sind. Wir sprechen heute über die Zivilisation im südlichen Frankreich, über Peter von Preuß, und vielleicht auch noch über Heinrich von Lausanne und die Heresianer.
Mal schauen, wie weit wir kommen. Wir fangen jetzt an oben auf Seite 72 für diejenigen, die mitlesen möchten in ihrer eigenen Kopie des Buches. Nicht lange danach, und danach ist, wo wir hier gelernt haben, von der vorigen Lesung her, über Tantiem, ja, und über das Wirken des sogenannten heiligen Norbert. Nicht lange danach fand in der Bretagne eine ähnliche Ketzerei durch Eudo von Stella Verbreitung. Nur, dass in diesem Fall der Heresiarch ohne Frage ein Narr war. Von einer adligen Familie abstammend hatte Eudo oder Eon durch sein einsiedlerisches Leben in der Wildnis den Ruf der Heiligkeit erlangt, als er eines Tages durch die Worte der Kollekte »Per eum qui venturus et judicare vivos et mortuus« auf den Gedanken kam, dass er der Sohn Gottes sei. Es war nicht schwer, Leute zu finden, die diesen Glauben teilten und die ihn als menschgewordene Gottheit anbeteten. So hatte er bald eine zahlreiche Schar von Anhängern um sich, mit deren Hilfe er die schlecht angewandten Schätze aus den Kirchen raubte und an seine Anhänger verteilte. Also eine Art Robin Hood aus der römisch-katholischen Kirche. Die Häresie wurde so furchterregend, dass sie den Legaten Kardinal Alberich von Ostia veranlasste, im Jahre 1145 in Nantes als Prediger gegen sie aufzutreten, und dass der Erzbischof Hugo von Rouen sie in einer langatmigen Polemik bekämpfte. Das überzeugendste Argument freilich, das gegen die Ketzer angewendet wurde, war ein Aufgebot von Soldaten. Hierdurch wurden viele der Heretiker gefangen genommen und, als sie sich hartnäckig weigerten zu widerrufen, in Alet verbrannt. Eudo zog sich eine Zeit nach Aquitanien zurück, wagte sich aber im Jahre 1148 von neuem wieder in die Champagne vor. Dort wurde er von dem Erzbischof Samson von Reims ergriffen und auf dem Konzil von Rouen dem Antichristen Papst Eugen III. Gestellt. Hier zeigte sich seine Verrücktheit so deutlich, dass man ihn mitleidsvoll der Sorge des Abtes Suger von Saint-Denis überwies, wo er bald darauf starb. Viele von seinen Jüngern blieben aber hartnäckig und zogen den Scheiterhaufen dem Widerrufe vor. Also diese Häresie von diesem Eudo, den wir gerade gelehrt haben, ja, das nenne ich noch nicht mal irgendwo Häresie, wenn gleich wer jemand aus der römisch-katholischen Kirche oder jemand aus der Kirche Christi, also aus dem Leibe Christi, auf einmal meint, sich selber Jesus nennen zu müssen und sich als Gottes Sohn anbeten zu lassen, das ist nun wirklich echte Häresie. Da kann man der römisch-katholischen Kirche nicht mal vorwerfen, dass sie dagegen vorgegangen ist. Nur, was ich der römisch-katholischen Kirche vorwerfe, ist, dass man solche Leute nicht verbrennen muss. Ne? Haben sie nur auch nicht gemacht in diesem Fall. Die haben Mitleid gehabt, weil er so verrückt war. Das war so deutlich. Aber viele seiner Anhänger hat man eben dem Scheiterhaufen überlassen. Und das ist ja nie in Ordnung, dass man irgendwelche Leute aufgrund ihrer Überzeugung tötet. Ja? Dauerhafter und furchtbarer als die bisher beschriebenen waren die Häresien, welche um dieselbe Zeit im Süden Frankreichs tiefe Wurzeln schlugen. Dort begünstigten die sozialen Verhältnisse ihre Ausbreitung ganz besonders. Die Bevölkerung, sowohl die Zivilisation in jener Gegend, war von der des Nordens in Frankreich gänzlich verschieden. Die erste Flut der arischen Invasion in Europa hatte an die Gestade des mittelländischen Meeres die alten Bewohner der ligurischen Küste getrieben, die in der dunklen Hautfarbe und den schwarzen Haaren ihrer Nachkommen reiche Spuren ihrer Rasse zurückgelassen hatten. Weiter hatten sich ihr Blut mit dem griechischer und phönizischer Kolonisten gekreuzt. Lange dauerte dann die Herrschaft der Goten. Ihr folgte nach dem Siege der Merowinger die fränkische Herrschaft, die sich aber kaum einen festen Stützpunkt dort schaffen konnte. Um das bunte Gemisch von Rassen noch seltsamer zu machen, mangelte es sogar nicht an sarazenischen Elementen. So kam es, dass der Bürger von Narbonne und der Bürger von Marseille ein von den Pariser völlig verschiedenes Wesen war. Ebenso verschieden wie die Languedoc von der Languedoc. Das Lehnsland, welches den Grafen von Toulouse oder den Markgrafen von der Provence oder dem Herzog von Aquitanien mit dem Könige von Paris oder mit dem Kaiser verband, war nur schwach. Und als das letztgenannte Leben, Aquitanien,
durch Eleonore auf Heinrich II. Übertragen wurde, als das letztgenannte Lehen Aquitanien durch Eleonore auf Heinrich II. Übertragen wurde, bewirkte die Rivalität zwischen Frankreich und England, dass die großen Lehensstaaten des Südens tatsächlich unabhängig wurden. Die Folgen dieser Verhältnisse werden wir in den albigensischen Kreuzzügen sehen. Da wird noch eine Menge drauf eingegangen gegen die Albigenser und die Waldenser. Das kommt noch. Ebenso ausgeprägt wie der Gegensatz der Rasse war auch der der Zivilisation. Nirgendwo in Europa hatte die Kultur und der Luxus solche Fortschritte gemacht wie im Süden Frankreichs. Rittertum und Poesie wurden hier emsig von den Adligen gepflegt. Selbst in den Städten, die für sich einen hohen Grad von Freiheit erlangt hatten und durch ihren Handel reich geworden waren, konnten sich die Bürger eines Maßes von Bildung und Aufklärung rühmen, wie man es sonst wo nicht kannte. Nirgendwo in Europa war aber auch die Geistlichkeit nachlässiger in der Erfüllung ihrer Pflichten oder mehr vom Volk verachtet als hier. Da weder die Prälaten noch die Adligen den Glauben ernst genug nahmen, um zu Verfolgungen geneigt zu sein, so herrschte dort eine bedeutende Glaubensfreiheit. In keinem anderen christlichen Lande genoss ferner der verachtete Jude solche Vorrechte wie in Südfrankreich. Wie der Christ hatte er das Recht, Land als freies Allodium zu besitzen. Er wurde zu den öffentlichen Ämtern zugelassen und war wegen seines Verwaltungstalents bei Prälaten und Adligen in gleicher Weise beliebt. Seine Synagogen blieben unbehelligt und die hebräische Schule in Narbonne war berühmt in Israel als die Heimat der Kimchis. Unter diesen Umständen wurden diejenigen, welche wirklich religiöse Überzeugung hatten, nur wenig durch Vorurteil oder durch Furcht vor Verfolgung davon abgeschreckt, die Mängel der Kirche zu kritisieren oder an die Stelle der Letzteren etwas zu setzen, was ihren Anschauungen und Bestrebungen mehr entsprach. In einer längeren Fußnote geht der Autor hier auf die Situation der Juden im Süden Frankreichs zu der Zeit ein, aber das spare ich mir jetzt. Da will ich nicht auch noch drauf eingehen. Bezug nehmen tut er hier auf das Buch Sage, Le Juif et de Languedoc, ne? Also Blut, die Juden im Languedoc. Kann man ja sich das Buch selbst besorgen von 1881, wenn man das lesen will. Oder hier selber nachlesen, was die Fußnote ist. Aber die ist eine halbe Seite lang und finde ich informativ nicht so wichtig. Deswegen lese ich jetzt in dem Buch weiter hier. Unter einer solchen Bevölkerung predigte um das Jahr 1106 der aus der Diözese Embrun gebürtige Peter von Bruns die erste priesterfeindliche Häresie. Die Prälaten von Embrun, Gap und Die, bemühten sich vergebens, seinen Fortschritten Einhalt zu tun, bis sie vom Könige Beistand erlangten und Peter aus der Gegend vertrieben in die Gascogne entfloh. Hier setzte er 20 Jahre lang seine Missionstätigkeit fort, und zwar so offen und mit so großem Erfolge, dass er, um seine Verachtung gegen die von den Priestern verehrten Gegenstände zu beweisen, an einem Ort einen großen Haufen geweihter Kreuze aufhaufen ließ, dann Feuer daran legte und damit in aller Ruhe Fleisch briet. Schließlich wurde aber die Verfolgung so eifrig betrieben, dass er ums Jahr 1126 ergriffen zu Saint-Gilles verbrannt wurde. Seine Lehre war eine lediglich priesterfeindliche. Bis zu einem gewissen Grade war sie keine Wiederholung der Irrtümer des Claudius von Turin. Die Kindertaufe, sagte er, sei zwecklos. Nun, da bin ich schon mal mit ihm einverstanden, das ist nämlich biblisch. Kindertaufe ist babylonisch und nicht biblisch. Ja? Kindertaufe, sagte er, sei zwecklos, denn der Glaube eines anderen könne dem nicht helfen, der seinen eigenen Glauben nicht gebrauchen könne. Eine äußerst gefährliche Lehre von unberechenbaren Folgen. Aus demselben Grunde seien Opfer, Almosen, Messen, Gebete und andere gute Werke für die Toten nutzlos, denn jeder werde nach seinen eigenen Verdiensten gerichtet. Na, also ich gehe jetzt nicht auf eine lange Kommentarsektion hier drauf ein, um zu sagen, von das und das ist richtig, das und das ist verkehrt. Ihr müsst ein wenig euren eigenen Verstand gebrauchen, aber natürlich, wenn er sagt,
Opfer für und Almosen, Messen, Gebete und andere gute Werke für die Toten sind nutzlos. Da hat er vollkommen recht. Aber ein jeder werde nach seinen eigenen Verdiensten gerichtet. Naja, wir werden ja nun nicht nach unseren Werken gerichtet, ne? Wir sind gerettet, hauptsächlich durch die Gnade Jesu Christi. Und unsere Werke kommen dann fort aufgrund unserer Errettung. Ja, sie sind Zeichen unserer Errettung und unsere Errettung treibt uns zu guten Werken und wir werden nach diesen Verdiensten nicht gerichtet. Allerdings jemand, der nicht wiedergeboren ist, jemand, der nicht Teil des Körpers Christi ausmacht, der wird nach seinen eigenen Verdiensten gerichtet. Das ist dann sogar richtig hier. Nun, die Kirchen, fährt der Autor fort, seien nicht notwendig und müssten zerstört werden. Dem gebe ich auch recht. Ja, dass der Mann als Heretiker von der römisch-katholischen Kirche beschaut wird, wird deutlicher und deutlicher, je mehr man hier liest, ne? Denn das christliche Gebet brauche keine geweihte Stätte. Gott höre die, die es verdienten. Überall möge er in der Kirche oder in der Schenke, im Tempel oder auf dem Marktplatze, vor dem Altare oder vor einem Stalle angerufen werden. Die Kirche Gottes bestehe nicht aus einer Menge zusammengehäufter Steine, sondern aus der versammelten Gemeinde der Gläubigen. Das ist nach der römisch-katholischen Lehre absolute Häresie, wenn einer so etwas verkündet, weil es ist biblisch. Das Kruzifix sei ein unsinniges Ding, welches nicht unter törichten Gebeten angerufen werden dürfe, sondern zerstört werden müsse als das Werkzeug, an dem Christus grausam zu Tode gemartert worden sei. Und außerdem erlöst ein das Kreuz als Symbol nicht, das ist nur ein Symbol und damit genau das, was Gott bereits im zweiten Gebot verboten hat. Man soll sich keine Abbildungen machen. Wenn ich ein Kreuz mit rumtrage, dann ist das ein Idol, eine Abbildung, ein Symbol für etwas, was für mich, wenn ich es trage, doch als, ja, für Christus steht. Ja? Aber ich soll mir von Christus und ich soll mir von Gott keine Abbildung machen, also auch kein Kreuz. Also ich kann hier dem, über den wir hier gerade lesen, da wie ist denn jetzt gerade gerade wieder sein Name, das entfällt mir dann, dem kann ich hier absolut ja nur zustimmen, ne? Der, och, mein Gott nochmal, wie heißt der denn? Peter von Breus, also kam es eben nicht auf den Fleck, wo sein Name stand. Wird viel über ihn geschrieben, aber sein Name nicht erwähnt. Also Peter von Breus, über den sprechen wir hier. Und das, was er hier lehrt, dem stimme ich 100% unbehaltlich zu. Das ist absolut biblisch. Sein schwerster Irrtum, das setze ich da mal zwischen Anführungsstrichen, Irrtum, bestand jedoch in der Verwerfung der Eucharistie. Ne? Seht ihr? Und eben deswegen setze ich das in Anführungsstriche, weil die Eucharistie ist zu verwerfen. Die Eucharistie, die während der Messe gebraucht wird, das römisch-katholische Dogma der Transsubstantiation ist zu verwerfen. Ja? Ich muss nur eben zur Erklärung vielleicht nochmal einwerfen. Ich habe ab hier das Buch selbst noch nicht vorgelesen. Also für mich ist das auch das erste Mal, dass ich es jetzt lese. Und von daher natürlich wächst mein Verständnis auch mit jeder Zeile, die ich lese. Aber wie gesagt, der Autor sagt hier, sein schwerster Irrtum bestand jedoch in der Verwerfung der Eucharistie. Irrtum habe ich in Anführungsstriche gesetzt und richtigerweise so, weil der Peter von Breus handelt hier vollkommen biblisch. Die Lehre von der Transsubstantiation war in jener Zeit noch nicht allgemein angenommen und Peter von Breus ging in dieser Hinsicht noch weiter als Berengar von Tours. Seine einzige uns überlieferte Äußerung ist folgende kräftige Verwerfung des Sakraments. Zitat: O Leute, glaubt weder den Bischöfen noch den Priestern noch den sonstigen Klerikern, die euch, wie in so vielen anderen Dingen auch, in dem Altardienst zu täuschen suchen, indem sie lügenhafterweise behaupten, dass sie den Leib Christi machten und ihn euch zum Heile eurer Seele gäben. Ihre Lüge liegt auf der Hand, denn der Leib Christi ist nur einmal von Christus selbst bei dem Abendmahle vor seinen Leiden gemacht und nur einmal den Jüngern gegeben, nachdem aber nie wieder gemacht und nie wieder ausgeteilt worden. Ende Zitat. Dem kann ich beinahe bedingungslos zustimmen.
Selbst in dem Augenblick des Abendmahls vor seiner Kreuzigung hat Jesus Christus das nicht zu seinem Leib gemacht, weder den Leib Brot zu seinem menschlichen Leib, noch den Wein zu seinem menschlichen Blut, sondern er hat gesagt, tut dies in meiner Erinnerung, als wäre es mein Leib und als wäre es mein Blut. So ist es ganz korrekt, aber das hat der Peter von Preuß sicher auch so gemeint. Sein Aufruf, den er hier im Grunde startet an die Leute, die in der römisch-katholischen Kirche sind, ich lese das gerne nochmal vor, weil das ist etwas, das sollte man heute auch machen. Man sollte sich vor jede Kirche stellen, ja, und sollte laut ausrufen, oh Leute, glaubt weder den Bischöfen, noch den Priestern, noch den sonstigen Klerikern, die euch wie in so vielen anderen Dingen auch in dem Altardienst zu täuschen suchen, indem sie lügenhafterweise behaupten, dass sie den Leib Christi machten und ihn euch zum Heile eurer Seele gäben. Ihre Lüge liegt auf der Hand, denn der Leib Christi ist nur einmal von Christus selbst bei dem Abendmahle vor seinen Leiden gemacht und nur einmal den Jüngern gegeben, seitdem aber nie wieder gemacht und nie wieder ausgeteilt worden. Ja, Jesus war selbst das perfekte Opfer. Er war das perfekte Stück Fleisch und das perfekte Blut, das er vergossen hat für die Vergebung unserer Sünden am Kreuze selber. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Also dem Peter von Preuß kann ich hier im Grunde bis auf die Kleinigkeit wirklich nur zustimmen. Mit einem solchen Manne konnte man offenbar nichts anderes anfangen, als ihn verbrennen. Freilich genügte das nicht zur Unterdrückung seiner Ketzerei. Vielmehr setzten die Petrobrusianer, also die Folger von Peter von Preuß, Petrobrusianer genannt, die Ausbreitung seiner Lehre heimlich oder offen fort. Und etwa 5 oder 6 Jahre nach seinem Tode betrachtete der Abt Petrus Venerabilis von Cluny diese Ketzer noch als so gefährlich, dass er ihnen eine Gegenschrift entgegenstellte, der wir fast alles, was wir über die Sekte wissen, verdanken. Dieser Traktat ist den Bischöfen von Embrun, Aris, Die und Gap gewidmet und ermahnt dieselben, ihre Anstrengungen zu vermehren, um die Häresie durch Predigen oder nötigenfalls durch die Waffen der Laien zu unterdrücken. Alle Bemühungen dieser Männer waren dringend nötig, denn auf Peter folgte noch ein furchtbarer Häresiarch, nämlich der Mönch Heinrich von Lausanne. Von seinem früheren Leben weiß man wenig, außer, dass er ein Kloster unter Umständen verließ, wegen deren ihm der heilige Bernhard später Vorwürfe machte. Doch scheinen dieselben wohl mehr nur durch das erste Überwallen des reformatorischen Geistes, dem er schließlich zum Opfer fiel, verursacht worden zu sein. Wir hören dann zunächst etwa um 1116 in Le Mans von ihm, aber die Angaben sind unsicher. Hier erwarb er sich durch seine Sittenstrenge die Verehrung des Volkes, die er mit einem unheimlichen Erfolge gegen die Geistlichkeit ausnutzte. Von seinen damaligen Lehren wissen wir wenig, außer dass er die Anrufung der Heiligen verwarf. Seine Beredsamkeit soll so überzeugend gewesen sein, dass unter ihrem Einfluss Frauen ihre Juwelen und ihren kostbaren Schmuck dahingaben und dass junge Männer Freudenmädchen heirateten, um sie zu bekehren. Während er so die Askese und die christliche Nächstenliebe predigte, geißelte er die Laster der Kirche derart, dass der Klerus der ganzen Diözese vernichtet worden wäre, wenn nicht die Adligen ihn wirksam beschützt hätten. Der berühmte Bischof Hildebert von Le Mans, dessen Abwesenheit in Rom Heinrich benutzt hatte, besiegte bei seiner Rückkehr den Ketzer in einer Disputation und zwang ihn, das Feld zu räumen, konnte ihn aber nicht bestrafen. Wir finden sodann flüchtige Spuren seiner Tätigkeit in Poitiers und Bordeaux, verlieren ihn aber wieder aus den Augen, bis wir ihn von Neuem antreffen als Gefangenen des Erzbischofs von Aris, der ihn 1134 auf dem Konzil von Pisa vor Antichrist Innozenz II. Brachte. Hier wurde er der Ketzerei überführt und zu Gefängnis verurteilt, später aber wieder freigelassen und in sein Kloster geschickt. Dieses verließ er abermals, um in den strengen Zisterzienserorden zu Clairvaux einzutreten. Was ihn dazu brachte, seine häretische Tätigkeit wieder aufzunehmen, wissen wir nicht.
Wir begegnen ihm aber, wie er noch kühner als vorher sich derselben hingab, indem er die petrobrusianischen Lehren im Wesentlichen annahm und die Eucharistie, die Ehrfurcht vor dem Klerus, alle Zehnten, Opfer und andere kirchlichen Einnahmequellen sowie den Kirchenbesuch verwarf. Das macht ihn ja beinahe einen frühen Luther, ne? Die andere kirchlichen Quellen einnahmen, wie Luther damals mit seinen 95 Thesen 1517 an die Kirchentür eingeschlagen hatte, die Lehre gegen den Ablasshandel. Ne? Also, auch die Person, über die wir jetzt hier lesen, wird mir von Reihe zu Reihe, wie sagt man das, sympathischer. Der Heinrich von Lausanne, ebenso wie der Peter von Breuß, von dem wir vorher gelesen hatten. Das sind zwei, und das möchte ich jetzt mal eben deutlich herausstellen, das wird ja bei der Lesung hier deutlich genug, das sind zwei, zwischen Anführungsstrichen, Ketzer im Sinne der Lehre der römisch-katholischen Kirche, nicht Ketzer im Sinne der Bibel, ja, ganz deutlich. Die zwei gehen gegen die Lehre ein. Von dem Mönch Heinrich von Lausanne lehren wir hier, dass er gegen die Idolatrie vorgegangen ist, also gegen die Götzenanbetung, und dass er jetzt die petrobrusianischen Lehren übernahm, hauptsächlich die Eucharistie verworfen hat, die Ehrfurcht vor dem Klerus, weil ja, wir sind in biblischer Lehre, sind wir alle Brüder und Schwestern, ja? Wir müssen keine Ehrfurcht vor irgendeinem Klerus haben, wir sind alle Priester. Es gibt keine Priesterklasse mehr in dem Sinne, wie in der Hierarchie der römisch-katholischen antichristlichen Kirche. Alle Zehnten, Abgaben, Opfer und andere kirchlichen Einnahmequellen sowie den Kirchenbesuch verwarf. Tue ich auch. Kirchenbesuch verwerfen, warum? Gott ist nicht in Tempeln aus Stein gehauen. Wir müssen da nicht hin. Die wirkliche Kirche, die wirkliche Gemeinschaft sind, wo immer zwei oder drei von euch in meinem Namen versammelt sind. In deren Mitte werde ich sein, wie Jesus Christus gesagt hat. Und nicht irgendwo in so ein Steingebäude gehen und da die ganzen Götzen sich anschauen, die da drin sind, und dem Priester folgen, der auf der Kanzel irgendwelchen antichristlichen Blödsinn lehrt. Nun, wir fahren fort auf Seite 77 in dem Buch. Der Schauplatz, das geht immer noch über Heinrich von Lausanne, der Schauplatz seiner Tätigkeit war Südfrankreich, wo die Glut des Petrobrusianismus leicht zu einer Flamme entfacht werden konnte. Sein Erfolg war unermesslich. Im Jahr 1147 entwirft der heilige Bernhard von dem Zustande der Religion, wie er in den ausgedehnten Besitzungen des Grafen von Toulouse herrschte, folgende verzweifelte Schilderung. Zitat: Die Kirchen sind ohne Volk, das Volk ist ohne Priester, die Priester ohne die ihnen gebührende Ehrfurcht und die Christen ohne Christus. Die Kirchen werden als Synagogen betrachtet, das Heiligtum des Herrn ist nicht mehr heilig, die Sakramente werden nicht mehr gewürdigt, die Feiertage sind ohne Feierlichkeit, die Menschen sterben in ihren Sünden und ihre Seelen eilen vor den gefürchteten Richterstuhl, weder versöhnt durch Buße noch gestärkt durch die heilige Kommunion. Die Kinder sind vom ewigen Leben ausgeschlossen, da ihnen die Taufe versagt wird. Die Stimme eines einzigen Ketzers bringt zum Schweigen alle jenen apostolische und prophetische Stimmen, die sich vereinigt haben, um die Völker zur Kirche Christi zu führen. Die Prälaten des südlichen Frankreichs, das war Ende des Zitats hier, die Prälaten des südlichen Frankreichs waren nicht imstande, die Fortschritte des kühnen Häresiarchen zu hemmen und flehten laut um Hilfe. Aber die Adligen wollten ihnen nicht helfen, denn sie wie das Volk, aber die Adligen wollten ihnen nicht helfen, denn sie wie das Volk hassten den Klerus und waren glücklich darüber, dass Heinrichs Lehren ihnen einen Vorwand gaben, um die Kirche zu berauben und zu bedrücken. Der päpstliche Legat Alberich wurde angerufen. Er veranlasste den heiligen Bernhard, mit dem Bischof Gottfried von Chartres und anderen angesehenen Männern ihm anzuschließen. Obgleich der Heilige krank war, weckte der gefährliche Zustand der wankenden Kirche doch seinen ganzen Eifer, und fest entschlossen übernahm er die Aufgabe. Wie die Stimmung des Volkes war und wie kühn sie sich zu äußern wagte, lässt sich der Annahme, die der Legat in Albi fand, erkennen. Albi, da kommen übrigens die Albigenser her.
Dort zog ihm zum Zeichen des Spottes das Volk mit Eseln und Trommeln entgegen, und als sie zusammengerufen wurden, um eine vor ihm zelebrierte Messe zu hören, fanden sich kaum 30 ein. Dagegen war, wenn wir den Berichten der Schüler glauben dürfen, der Erfolg Bernhards unermesslich. Sein Ruf eilte ihm voraus und wurde ebenso sehr durch seine glühende Beredsamkeit und sein Disputationstalent wie durch die Erzählungen von den täglich durch ihn gewirkten Wundern erhöht. Scharen strömten zusammen, um ihn predigen zu hören, und wurden bekehrt. 2 Tage nach dem kläglichen Misserfolge des Legaten kam der heilige Bernhard nach Albi. Der Dom konnte kaum die Menge derer fassen, die ihm zuhören wollten. Am Schlusse seiner Predigt beschwor Bernhard das Volk mit den Worten: »Bereut also alle, die ihr befleckt worden seid, kehrt zur Kirche zurück, damit wir die Reumütigen erkennen, möge jeder derselben seine rechte Hand erheben.« Sofort hoben sich alle Hände. Kaum weniger wirkungsvoll war die Antwort, die er einem verhärteten Ketzer gab. Als er nämlich nach einer großen Versammlung, vor der er gepredigt hatte, zu Pferde stieg, um fortzureiten, trat derselbe an ihn heran und rief ihm, um ihn zu verwirren, die Worte zu: »Mein Herr, Abt, unser Ketzer, von dem ihr so schlecht denkt, hat kein so fettes und mutiges Pferd wie ihr.« Der Heilige aber erwiderte: »Mein Freund, ich leugne es nicht. Das Pferd frisst und wird von selbst fett, denn es ist ein unvernünftiges Tier und von Natur seinem Gelüste ergeben, wodurch es Gott nicht beleidigt. Aber vor dem Richterstuhle Gottes werden ich und dein Meister nicht beurteilt nach dem Halse des Pferdes, sondern ein jeder nach seinem eigenen Halse. Siehe also meinen Hals an und prüfe, ob er fetter ist als der deines Herrn und ob du recht hast, mich zu tadeln.« Dabei schlug er seine Kapuze zurück und ließ seinen Hals sehen, lang, dünn und abgemagert durch strenge Kasteiungen, so daß die Ungläubigen beschämt schwiegen. Zwar war er ein Verfeil weniger glücklich bei seinen Bekehrungen, dort weigerten sich 100 Ritter, ihn anzuhören. Doch hatte er hier wenigstens die Genugtuung, die Verstockten verfluchen zu können, was, wie uns versichert wird, einen kläglichen Tod bei allen zur Folge hatte. Der heilige Bernhard forderte Heinrich zu einer Disputation heraus, aber der schlaue Ketzer lehnte ab, sei es aus der Furcht vor der Beredsamkeit seines Gegners, sei es aus kluger Rücksichtnahme auf seine persönliche Sicherheit. Wie dem aber auch sein mag, seine Weigerung schadete seinem Ansehen in den Augen vieler Adligen, die ihn bis dahin beschätzt hatten, und er musste sich von da ab verborgen halten. Die Orthodoxie fasste Mut und war bald auf seiner Spur. Im nächsten Jahr wurde er gefangen genommen und in Ketten vor seinen Bischof gebracht. Sein Ende ist nicht bekannt. Vermutlich starb er im Gefängnisse. Wir hören zwar nichts weiter von einer Sekte der Henrizianer, also von dem heiligen, dem Heinrich hier, von der Sekte der Henrizianer, doch soll im Jahre 1151 ein von der heiligen Jungfrau wunderbar inspiriertes junges Mädchen viele von ihnen bekehrt haben. Da begeben wir uns in eine andere Heresie, ne? Von der heiligen Jungfrau wunderbar inspiriertes junges Mädchen viele bekehrt haben. Wer von der heiligen Jungfrau bekehrt wird, wird von einem Dämonen bekehrt. Das wollen wir eben hier mal ganz deutlich vermelden. Wahrscheinlich lebten sie in ganz Languedoc weiter, wo sie in der nächsten Generation viel zur Ausbreitung der Waldenser beitrugen. Dürftige Spuren lassen indes erkennen, dass an verschiedenen weit auseinanderliegenden Orten gewisse Gruppen von Sektierern existierten, die wahrscheinlich Henrizianer waren und die beweisen, wie sich trotz der Verfolgung der priesterfeindliche Geist noch ununterbrochen kundgab. Zur Zeit, da Bernhard seine Mission in Languedoc abhielt, schrieb der Propst Evervin von Steinfeld an ihn einen Brief, um seine Hilfe gegen die vor kurzem in Köln entdeckten Heretiker zu erbitten. Einige Manichäer und andere, offenbar Henrizianer, die sich durch ihre gegenseitigen Streitigkeiten verraten hatten. Diese Henrizianer rühmten sich, dass ihre Sekte in allen Ländern der Christenheit zahlreich zerstreut sei, und eifrig wiesen sie hin auf diejenigen unter ihnen, die auf dem Scheiterhaufen umgekommen waren.
Wahrscheinlich waren Heresianer auch diejenigen Heretiker, welche Périgord heimsuchten, unter der Führung eines gewissen Pons, der durch seinen strengen Lebenswandel und seine äußere Heiligkeit sich zahlreiche Anhänger, darunter auch Adlige und Priester, Mönche und sogar Nonnen erwarb. Außer den oben beschriebenen priesterfeindlichen Lehren verkündeten diese Schwärmer, gleichsam als Vorläufer des heiligen Franziskus, dass die Armut für das Seelenheil unbedingt notwendig sei und weigerten sich demgemäß, Geld anzunehmen. Wenn hier von dem heiligen Franziskus gerade gesprochen wird, das ist der Franziskus von Assisi. Ja, und der ist genauso heilig wie der Teufel selber, ein katholischer Heiliger. Also mit diesen ganzen Heiligen, da bin ich immer sehr vorsichtig. Die Heiligen sind die, die in Jesus Christus glauben. Und Lebende, nicht irgendwelche Tote. Nehmt das also bitte mit dem nötigen Kernchen Salz dabei, wenn ich sowas hier vorlese. Welchen Eindruck sie auf das damalige verweltlichte Geschlecht machten, beweisen die Legenden, die sich um sie bildeten. Sie suchten mit Eifer die Verfolgung auf und verlangten nach Henkern, die sie erschlagen sollten. Aber sie konnten nicht bestraft werden, denn Satan, ihr Meister, befreite sie aus den Banden und Kerker, und selbst wenn ein solcher Ketzer an den Händen und Füßen gefesselt war und unter ein von Wächtern beaufsichtigtes, umgestülptes Fass gelegt wurde, so pflegte er, je nach Belieben, darunter zu verschwinden und wieder zurückzukehren. Wir wissen nichts über das Schicksal des Pons und seiner Schüler. Immerhin aber bekundet ihre Zahl und ihre Tätigkeit deutlich, wie allgemein damals die innere Unruhe und die Sehnsucht nach Reformen war. Die Häresie des Arnold von Brescia verfolgte ein enger, begrenztes Ziel. Ein Schüler Abelards wurde er zwar beschuldigt, die Irrtümer seines Lehrers zu teilen und unrichtige Lehren über Kindertaufe und Eucharistie aufzustellen. Aber welches auch immer seine theoretischen Irrtümer gewesen sein mögen, in den Augen der Kirche bestand sein eigentliches Verbrechen in der tatkräftigen Art und Weise, wie er die Laster des Klerus verurteilte und die Laien aufforderte, sich wieder in den Besitz des großen Reichtums und von der weitgehenden, von der Kirche angemaßten Vorrechte zu setzen. Ja, wenn man dagegen predigt, dass die Priester Wasser predigen und Champagner saufen, und wenn man ihnen den Champagner abnehmen will, da hat die Kirche natürlich was gegen. Von der Überzeugung durchdrungen, dass die Übel der Christenheit der weltlichen Gesinnung der geistlichen Körperschaften entsprangen, lehrte er, dass die Kirche weder weltlichen Besitz noch Jurisdiktionsgewalt habe, sondern sich streng auf ihre geistigen Befugnisse beschränken müsse. Also, er ist ein deutlicher Vertreter der Meinung, dass Kirche und Staat getrennt voneinander sein müssen. Von strenger gebieterischer Tugendhaftigkeit, untadelig in seinem selbstverleugneten Leben, erzogen in der ganzen Gelehrsamkeit der damaligen Schule und mit seltener, überzeugender Beredsamkeit ausgestattet, wurde er der Schrecken der Hierarchie, also der kirchlichen Hierarchie, und fand bei den Laien umso mehr Gehör, als er durch seine Lehren sowohl ihr geistiges Sehnen als auch ihre weltlichen Bestrebungen befriedigte. Im Jahre 1139 bemühte sich das Zweite Laterankonzil, die von ihm in den lombardischen Städten erregte Empörung dadurch zu unterdrücken, dass es ihn verurteilte und ihm Schweigen auferlegte. Aber er verweigerte den Gehorsam. Nun schloss ihn Innozenz II. Im folgenden Jahre unter Billigung der Beschlüsse des Konzils von Sens in das gegen Abelard ausgesprochene Verdammungsurteil ein und befahl, dass beide eingekerkert und ihre Schriften verbrannt werden sollten. Arnold war indessen aus Italien nach Frankreich geflohen und wurde von dort nach der Schweiz vertrieben. Hier sehen wir ihn in rastloser Tätigkeit, bald in Konstanz, bald in Zürich, verfolgt von der unermüdlichen Wachsamkeit des heiligen Bernhard. Wenn wir dem Letzteren glauben dürfen, so eroberte er im Fluge die Herzen der Schweizer, denn, Zitat, seine Zähne waren Waffen und Pfeile und seine Zunge ein scharfes Schwert. Ende Zitat.
Nach dem Tode Antichristpapst Innozenz II. Kehrte er nach Rom zurück, wo er mit Eugen III. Im Jahre 1145 oder 1146 sich ausgesöhnt zu haben scheint. Ja, also das ist der Papst Eugen III., ja, der die Regentschaft nach Innozenz II. Übernommen hat. Der neue Papst, schnell ermüdet durch die Unruhe der Stadt, an der sich die Tatkraft seiner Vorgänger schon gebrochen hatte, verließ Rom und suchte schließlich Zuflucht in Frankreich. Arnold war bei diesen Ereignissen nicht unbeteiligt und wurde schließlich allgemein als verantwortlich für dieselben angesehen. Vergebens waren die Vorstellungen des heiligen Bernhard bei der römischen Bürgerschaft und gleichfalls vergebens sein Appell an den Kaiser Konrad, die päpstliche Macht mit Gewalt wiederherzustellen. Andererseits behandelte Konrad höchst verächtlich die Gesandten, welche von der römischen Republik zu ihm gesandt worden waren und welche ihm beteuerten, ihr Ziel sei die Wiederherstellung der kaiserlichen Oberherrschaft, wie sie unter den Cäsaren bestanden, indem sie ihn zugleich einluden, nach Rom zu kommen und das italische Reich in Besitz zu nehmen. Bei seiner Rückkehr nach Italien 1148 erließ Eugen von Brescia aus das Anathem, also die Verdammung, gegen Arnold und drohte all seinen Helfern unter der römischen Geistlichkeit die Entziehung ihrer Pfründe an, also ihrer Einkünfte. Aber die Römer blieben fest und der Papst konnte nur unter der Bedingung zur Stadt zurückkehren, dass er Arnold erlaubte, dort zu bleiben. Nach dem Tode Konrads III. Im Jahre 1152 beeilte sich Eugen III., die Unterstützung des neuen Königs der Römer, Friedrich Barbarossa, zu sichern. Zu dem Zwecke deutete er dem Könige an, Arnold und seine Parteigänger hätten sich verschworen, einen anderen Kaiser zu wählen und das Reich tatsächlich zu einem römischen zu machen, wie es ja auch dem Namen entsprach. Hier muss ich mal eine ganz kurze Erklärung vielleicht einwerfen. Es geht hier um einen Streit zwischen Kaiser und Papst. Der Kaiser, den wir kennen, zu der damaligen Zeit hier im 12. Jahrhundert, ne, das ist ja immer der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Okay? Dieser Kaiser wird aber vom Papst eingesetzt und hier ist ein Machtkampf. Und das ist genau das, was Martin Luther in seinem Buch beschrieben hat. Wieder das Papsttum zu Rom vom Teufel gestiftet, wie ihr euch erinnert, das Buch, das ich gelesen hatte, von 1545. Dieser Streit zwischen dem Papst, der meint, er sei Herr über Konzilien, über Kaiser und Könige und über Engel und hätte seine Provenienz, seine Macht bekommen aus der Bibel. Wobei wir in dem Martin-Luther-Buch ganz deutlich gesehen hatten, er hat seine Macht nicht aus der Bibel, nicht aus Matthäus 16, nicht aus Johannes 21 und so weiter, sondern er hat seine Macht damals bekommen von dem Kaiser Phokas im 7. Jahrhundert, 606, als der Kaiser Phokas damals den Papst zum spirituellen Führer der westlichen und der östlichen Kirche gemacht hatte. Aber es gab immer einen Machtstreit zwischen dem eigentlichen Kaiser und dem Papst. Der Papst meint von sich, er sei spirituell und weltlicher Führer in einer Person. Und der Kaiser meint natürlich, er sei der weltliche Führer. So, da kommt aber dann die weltliche Führung des Kaisers in Konflikt mit dem weltlichen Führungsanspruch des Papstes. Und deswegen lesen wir diese Sache hier gerade eben mal, wie sich das hier damals geschichtlich entwickelt hat. Ja? Das wird, glaube ich, nochmal ziemlich deutlich, wenn ich den letzten Satz hier nochmal eben wiederhole. Nach dem Tode Konrads III., also das ist der Kaiser, im Jahre 1152 beeilte sich Eugen III., der Papst, sich die Unterstützung des neuen Königs der Römer, Friedrich Barbarossa, ne, den kennt ihr ja, Kaiser Barbarossa, ja, zu sichern. Zu dem Zwecke deutete er dem König an, Arnold und seine Parteigänger hätten sich verschworen, einen anderen Kaiser zu wählen und das Reich tatsächlich zu einem römischen zu machen, wie es ja auch in dem Namen entsprach. So, also, ich erzähle dem Kaiser von, guck, da ist eine Verschwörung, die wollen einen anderen Kaiser setzen, also, weißt du, gib die Macht mir. Hä? Ich bin derjenige sowieso von Jesus Christus eingesetzt, ich bin derjenige, der die zwei Schlüssel hat und der die Macht hat. Nun, Friedrich hielt die päpstliche Gunst für notwendig
um sich die begehrte Krönung und Anerkennung zu sichern. Indem er daher den unversöhnlichen Gegensatz zwischen dem weltlichen und geistlichen Schwerte blindlings übersah, verband er seine Sache mit der des Papstes. Er schwor ihm, die aufrührerische Stadt zu unterwerfen und das ihm geraubte Gebiet wiederzugewinnen, während Eugen seinerseits versprach, ihm bei seinem Einzuge in Italien zu krönen, sowie ohne Zögern von dem Geschütz der Exkommunikation zur Demütigung der Feinde des Kaisers Gebrauch zu machen. Die Herrschaft des römischen Volkes war nicht immer maßvoll und friedlich. Bei den wiederholten Aufständen waren die Paläste der Adligen und der Kardinäle geplündert und zerstört und ihre Person misshandelt worden. Schließlich wurde im Jahre 1154 der Kardinal von Santa Prudenziana bei einem Volksaufstand erschlagen. Hadrian IV., also das ist Papst Hadrian IV., Antichrist Hadrian IV., der herrschsüchtige Engländer, der soeben den päpstlichen Thron bestiegen hatte, beschloss, ein Beispiel zu statuieren. Er belegte die Hauptstadt der Christenheit, also Rom wird hier die Hauptstadt der Christenheit benannt, die eigentlich Jerusalem ist, und wenn es nicht Jerusalem ist, dann Antioch, aber ganz sicher nicht Rom. Er belegte die Hauptstadt der Christenheit mit dem Interdikt so lange, bis Arnold nicht daraus vertrieben wäre. Die wankelmütige Bevölkerung, entsetzt über die Entziehung des Sakraments, dessen Empfang bei dem herannahenden Osterfeste man nicht versäumen durfte, ließ Arnold im Stiche, worauf er sich auf das Schloss eines befreundeten Barons in der Campania zurückzog. Im folgenden Jahr kam Friedrich nach Rom und traf mit Hadrian ein Abkommen, wonach Arnold preisgegeben wurde. Friedrich führte auch unverzüglich seinen Anteil an dem Handel aus und Arnolds Beschützer wurde zur Auslieferung desselben gezwungen. Die Verantwortlichkeit für sein grausames Ende sucht zwar die Kirche durch alle möglichen Ausflüchte von sich abzuwälzen, aber es dürfte keinem vernünftigen Zweifel unterliegen, dass er von einem geistlichen Gerichtshofe als Ketzer regelrecht verurteilt worden ist, denn da er zum geistlichen Stande gehörte, konnte er nur von der Kirche abgeurteilt werden, ne? Weil die weltliche Jurisdiktion steht ja nicht über das Spirituelle, sondern umgekehrt. Man kann von einem weltlichen Gericht nicht verurteilt werden, wenn man dem Klerus angehört, ne? Ganz wichtig, dass wir das hier eben nochmal mit einwerfen und drauf verstehen, ne? Denn da er zum geistlichen Stande gehörte, konnte er nur von der Kirche abgeurteilt werden, worauf er alsdann dem weltlichen Arm zur Bestrafung ausgeliefert wurde. Das heißt, das geistliche Tribunal verurteilt, aber die weltliche Macht führt das Urteil aus. Das ist die Zusammenarbeit von Kirche und Staat. Man bot ihm Verzeihung an, wenn er seine Irrtümer widerrufen wollte. Aber er weigerte sich hartnäckig und brachte seine letzten Augenblicke im stillen Gebete zu. Selbst die Henker waren durch seine standhafte Ergebung bis zu Tränen gerührt. Man gewährte ihm die Gnade, ihn vor der Verbrennung zu hängen. Seine Asche wurde in die Tiber gestreut, um das römische Volk zu verhindern, als sie als Reliquie aufzubewahren und ihn als Märtyrer zu verehren. Das wäre ja wieder eine Reliquie, wenn man irgendein Überbleibsel von einem sogenannten Heiligen hätte. Das wissen wir ja, das ist ja die Reliquienverehrung der römisch-katholischen Kirche. Friedrich Barbarossa soll später das Martyrium, das er dem Unglücklichen auferlegt hatte, bereut haben. Tatsächlich hatte er auch bald darauf allen Grund, den Verlust eines Verbündeten zu bedauern, der ihm die bittere Demütigung seiner Unterwerfung unter Alexander III. Hätte ersparen können. Obgleich der unmittelbare Einfluss des Arnold von Brescia nur ein vorübergehender war, so ist sein Auftreten doch insofern bedeutungsvoll, als es die Stimmung kennzeichnet, die in den Kreisen der geistig Begabteren gegenüber den Übergriffen und der Verderbnis der Kirche herrschte. Immerhin war sein Versuch, die Gesellschaft umzuwälzen, nicht ganz vergebens. Sein Unternehmen war zwar infolge der Unterschätzung der ungeheuren Streitkräfte, die man gegen ihn in das Feld führte, missglückt, aber seine Lehren ließen einen tiefen Eindruck in dem Gemüte des Volkes zurück und seine Anhänger bewahrten im Geheimen sein Andenken und seine Lehren jahrhundertelang.
Die römische Kirche wusste das sehr genau. Was sie tat, als sie aus Furcht vor den Folgen der Verehrung, die das Volk für seinen Märtyrer empfand, seine Asche in die Tiber streuen ließ. Geheime Gesellschaften der Arnoldisten bildeten sich unter dem Namen der armen Leute, welche die Lehre ausstellten, dass die Sakramente nur von tugendhaften Männern ausgeteilt werden könnten. Kurze Bemerkung mal eben, dass ihr immer noch auf der Linie der Bibel bleibt. Es gibt keine Sakramente, sogenannte heilige Handlungen. Ja, das ist ein anderes Wort für Sakramente, wenn ich das richtig verstehe. Die einzigen Handlungen oder zwischen Anführungsstrichen heiligen Handlungen, die ein bibelgläubiger Christ kennt, das ist die Taufe und das ist das Abendmahl. In Erinnerung an Jesus Christus und nicht mit dem Gedanken der Transsubstantiation. Die römisch-katholische Kirche kennt 7 Sakramente und das sind 7 nach den in Anführungsstrichen heilige Handlungen, die man eben innerhalb der römisch-katholischen Kirche machen muss, um überhaupt Erlösung zu erlangen. Antibiblische Lehre. Das nochmal eben da mit bei, dass wir da nochmal eben deutlich sind und das gut verstehen. Also, geheime Gesellschaften, sagt der Autor hier, der Arnoldisten bildeten sich unter dem Namen der armen Leute, welche die Lehre aufstellten, dass die Sakramente nur von tugendhaften Männern ausgeteilt werden könnten. Sakramente, wer sie auch austeilt, ist immer teuflisch. Im Jahre 1184 wurden sie von Lucius III. Auf dem sogenannten Konzil von Verona verdammt. Um das Jahr 1190 finden wir bei Bonac Corsi eine Anspielung auf sie und sogar bis ins 16. Jahrhundert treffen wir ihren Namen in dem Verzeichnisse der Ketzereien, die durch eine fortlaufende Reihe von Bullen und Edikten geächtet worden waren. Wie sehr übrigens ihr Ursprung in Vergessenheit geriet, beweist eine Bemerkung des im Jahre 1348 gestorbenen gelehrten Glossators Johann Andreae, der meint, der Name der Sekte rühre vielleicht von ihrem Gründer her. Als Peter Valdes von Lyon sich bemühte, auf friedlichere Weise dieselben Ansichten zur Geltung zu bringen und seine Anhänger sich die Armen von Lyon nannten, waren die italienischen Mitbrüder bereit, die neuen Reformatoren willkommen zu heißen und gemeinsame Sache mit ihnen zu machen. Hier wird jetzt auf einmal ein Peter Valdes genannt, den viele vielleicht noch nicht kennen. Eben zur Information, Peter Valdes ist der mehr oder weniger Errichter der Valdenser. Ja? Da lernen wir sicher später in diesem Buch noch mehr von. Ja? Aber Peter Valdes von Lyon bemühte sich auf friedlichere Weise dieselben Ansichten zur Geltung zu bringen und seine Anhänger sich die Armen von Lyon nannten, waren ihre italienischen Mitbrüder bereit, die neuen Reformatoren willkommen zu heißen und gemeinsame Sache mit ihnen zu machen. Damit wissen wir eben, Valdenser, das ist ja das Volk der Vaudois, wie man das auch nennt, das sind die Valley People, die Leute des Tales, das ist Nordwestitalien und Südostfrankreich, Piemont, da wo das zusammenkommt, was man das Piemont-Gebiet nennt, da haben die Valdenser gewirkt und gelebt durch die Jahrhunderte. Trotz einiger geringfügiger Unterschiede zwischen beiden Schulen war ihre Ähnlichkeit doch so groß, dass sie tatsächlich miteinander verschmolzen und seitens der Kirche in dasselbe Anathem eingeschlossen wurden. Also die Norditaliener und die Südfranzosen taten sich zusammen, weil ihre Lehre so sehr ähnlich war. Ja, es war nämlich die Bibel und die Bibel alleine. Und Roms Reaktion war, die Verfluchung galt für sowohl die Norditaliener als auch für die Südfranzosen. Eng verbunden mit ihnen waren die Humiliaten, die als wandelnde Laien umherzogen, predigten und Beichte hörten, zum großen Ärgernis der Priester, ohne streng genommen Heretiker zu sein. Weit wichtiger, dauerhafter und erfolgreicher war die priesterfeindliche Bewegung, die Peter Valdes von Lyon in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts, ohne dass er dies beabsichtigte, ins Leben rief. Valdes war ein reicher, aber ungelehrter Kaufmann, der eifrig die Wahrheiten der Schrift kennenzulernen wünschte.
Zu diesem Zwecke ließ er das Neue Testament und eine Sammlung von Auszügen aus den Kirchenvätern, die unter dem Namen Sentenzen bekannt sind, ins Romanische übersetzen. Durch fleißiges Studium derselben lernte er sie auswendig und kam zu der Überzeugung, dass das apostolische Leben, wie Christus es geboten habe, nirgends beobachtet werde. Kleine Bemerkung von mir, er hat es ins Romanische übersetzen lassen, das ist nicht Latein. Das Romanische ist eine eigene Sprache in Wort und Schrift, die die Waldenser über Jahrhunderte bewahrt haben, in der sie ihre Bibel schrieben, und die zogen da aus dem Süden von Frankreich, Norden von Italien, aus Piemont, immer in Gruppen zu zweit rum und verteilten sich durch ganz Europa. Es ist sogar ziemlich sicher, dass auch Martin Luther Kontakt mit Waldensern hatte. Ja? Und die haben halt hier das Neue Testament in das Romanische übersetzt und der Peter Waldes hat es selbst auswendig gelernt, wie wir hier gerade eben gelesen hatten. Ja? Durch fleißiges Studium derselben lernte er sie auswendig und kam zu der Überzeugung, dass das apostolische Leben, wie Christus es geboten habe, nirgends beobachtet werde. Das heißt mit anderen Worten, es wird nirgends gelebt. Der Klerikus, die Kirche, die Priester, die predigen das vielleicht, aber sie leben es nicht. Das meint Peter Waldes hier. Es wird nirgends beobachtet. Niemand lebt so, wie Jesus Christus es uns eigentlich vorgeschrieben hat. Das ist ja heute auch nicht viel anders. Wer lebt denn heute so, wie Christus es vorgeschrieben hat? Wir leben alle angepasst in diesem Antichristensystem. Ich auch. Ich sag mich da gar nicht frei von. Ich bezahle ja auch meine Steuern. Ich arbeite auch, um in diesem antichristlichen System Geld zu verdienen. Anstatt mich auf die Bibel zu verlassen, mit der Bibel rumzuziehen und zu sehen, dass die Welt für mich sorgt, wenn ich die Bibel predige. Ja. Wie weit würde ich denn da kommen? Nach evangelischer Vollkommenheit strebend, Peter Waldo in diesem Fall, ließ er seine Frau zwischen seinen beweglichen und unbeweglichen Gütern wählen. Dann, nachdem sie die ersteren gewählt, na, also die beweglichen Güter gewählt hatte, verkaufte er die letzteren, gab einen Teil davon seinen beiden Töchtern, die er alsdann in die Abtei Fontevraud brachte und verteilte das, was ihm von dem Erlöse übrig blieb, an die hungerleidenden Armen. Wie berichtet wird, soll er darauf einen Bekannten um Brot angebettelt und von diesem das Versprechen erhalten haben, dass er ihn zeitlebens unterhalten wolle. Als seine Frau davon hörte, wandte sie sich an den Erzbischof, der ihm befahl, in Zukunft nur mehr von ihr Brot anzunehmen. Von dieser Zeit an brachte Waldes sein Leben damit zu, auf den Straßen und an den Wegen das Evangelium zu predigen, und zwar das Evangelium von den Aposteln, das wirklich wahre Neue Testament, so wie wir es heute in unserer bewahrten Bibel auch kennen. Er fand zahlreiche bewundernde Nachahmer beiderlei Geschlechts, die er als Missionare in die benachbarten Städte sandte. Sie gingen in die Häuser und verkündeten den Bewohnern das Evangelium. Sie predigten in den Kirchen, redeten auf öffentlichen Plätzen und fanden überall eifrige Zuhörer. Denn die Nachlässigkeit und Trägheit der Geistlichen hatte, wie wir sahen, das Predigeramt zu einer vergessenen Pflicht gemacht. Dem Brauche der Zeit gemäß nahmen sie sofort eine besondere Kleidung an, zu der sie in Nachahmung der Apostel Sandalen mit einer darauf befestigten Platte fügten. Sie führten hiervon den Namen Beschute, in Zabatati oder Zaptati, während sie selbst sich gerne mit dem Namen Lipur de Lyon, die Armen von Lyon, bezeichneten. So, fahren wir nochmal eben fort in der Lesung. Es lag in der Natur der Sache, dass solch ungebildete religiösen Eiferer bei ihren Unterweisungen in Irrtümer verfielen, die scharfsinnige Theologen mit Leichtigkeit entdecken konnten. Andererseits schonten sie bei ihren Bußpredigten natürlicherweise nicht die Laster und Verbrechen der Geistlichen. Es erhoben sich daher schon bald Klagen über das Ärgernis, das diese neuen Evangelisten gaben, und der Erzbischof von Lyon, Johann von Belismes, ließ sie vor sich kommen und verbot ihnen das weitere Predigen. Tja,
Das ist heutzutage nicht viel anders. Wenn man predigt gegen, was die römisch-katholische Kirche lehrt oder predigt, dann wird man wohl nicht so gerne gesehen, ne? Bin ich jetzt dein Feind geworden, weil ich die Wahrheit sage? In den meisten Fällen leider ja. Da sie nicht gehorchten, wurden sie exkommuniziert. Petrus Valdes oder Peter Valdes appellierte nun an den Papst, wahrscheinlich Alexander III. Dieser billigte sein Gelübde der Armut und ermächtigte ihn zu predigen, wenn die Priester es ihm erlaubten. Eine Einschränkung, die er eine Zeit lang beobachtete, dann aber unberücksichtigt ließ. Die hartnäckigen Armen stellten allmählich einen gefährlichen Lehrsatz nach dem anderen auf und wurden in ihren Angriffen gegen die Priester immer schärfer. Indessen erschienen sie noch 1179 vor dem Laterankonzil, legten ihre Übersetzung der Heiligen Schrift vor und baten um die Erlaubnis zu predigen. Walter Mapes, der zugegen war, machte sich lustig über ihre Unwissenheit und ihre Einfalt und beglückwünscht sich selbst zu dem Scharfsinne, mit welchem er ihre Lehren widerlegte, als er mit der Prüfung derselben betraut worden war. Andererseits rühmt er nicht desto weniger ihre heilige Armut und ihren Eifer, den Aposteln nachzuahmen und Christus zu folgen. Abermals wandten sich die Waldenser nach Rom und baten um die Erlaubnis, ihren Predigerorden zu gründen. Lucius III. Nahm indessen Anstoß an ihren Sandalen, ihren Mönchskapuzen und der Vereinigung von Männern und Frauen bei ihrem Wanderleben. Als sie auch jetzt noch hartnäckig blieben, exkommunizierte er sich schließlich 1184 auf dem Konzil von Verona. Aber selbst da weigerten sie sich noch, ihre Missionstätigkeit aufzugeben oder sich als von der Kirche Getrennte zu betrachten. Getrennte Brüder. An was erinnert uns das? Das Zweite Vatikanische Konzil aus den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, ne? Wo die Protestanten, die Ketzer, die Heretiker von der römisch-katholischen Kirche auf einmal als getrennte Brüder bezeichnet wurden. Okay? Auf dem Konzil von Narbonne, zu Neuem verurteilt, willigten sie 1190 doch ein, sich den Gefahren einer Disputation in der Kathedrale von Narbonne mit Raymond von Deventer als Schiedsrichter auszusetzen. Natürlich fiel die Entscheidung gegen sie aus, was sie indessen ebenso wenig wie vorher zur Unterwerfung bewegen konnte. Die Unterredung ist übrigens insofern von Interesse, als sie zeigt, wie weit sie schon damals von Rom sich entfernt hatten. Die 6 Punkte, auf die sich die Beweisführung erstreckte, waren nämlich: erstens, dass sie der Autorität des Papstes und der Prälaten den Gehorsam verweigerten. Zweitens, dass jeder, auch die Laien, das Recht zu predigen habe. Drittens, dass man nach der Lehre der Apostel Gott mehr gehorchen müsse als den Menschen. Viertens, dass die Frauen predigen dürften. Fünftens, dass die Messe, das Gebet und die Almosen für Verstorbene nichts nützten, wobei hinzugefügt wurde, dass einige von ihnen die Existenz des Fegefeuers leugneten. Sechstens, dass das im Bette, in einem Zimmer oder in einem Stalle gesprochene Gebet ebenso wirksam sei wie das in der Kirche gesprochene. Alles das war von vornherein mehr eine Auflehnung gegen den Klerus als eine ausgesprochene Ketzerei. Doch hören wir schon in jener Zeit von dem Doctor Universalis Alanus von Lille, der auf Bitten Lucius III. Eine Abhandlung zu ihrer Widerlegung schrieb, dass sie bereit waren, diese ihre Grundsätze bis zu ihren äußersten gefährlichen Konsequenzen durchzuführen und dass sie verschiedene andere Lehren hinzufügten, die zur kirchlichen Lehre im Widerspruch standen. Kirchliche Lehre, die orthodoxe Kirche, die römisch-katholische Kirche, die Synagoge Satans. Nun, wir sind bei einer knappen Stunde angekommen und ich werde die Lesung hier jetzt stoppen auf Seite 87. Wir haben eine ganze Menge geschafft heute.
Aber der Punkt ist, dass ich diesen letzten Punkt, diese Aufzählung der 6 Punkte hier, nächstes Mal wiederholen werde und auf die Punkte auch einzeln noch ein wenig eingehen werde. Denn einige davon sind absolut biblisch, ja, zum Beispiel, dass sie der Autorität des Papstes und der Prälaten ungehorsam verweigerten, dass jeder, auch die Laien, das Recht zu predigen haben und so weiter. Das ist biblisch, das ist toll, stimme ich vollkommen zu, aber da gibt es auch ein paar andere Dinge, die sind weniger biblisch. Und so ist das immer. Immer, und das sollten wir vielleicht als Lektion auch von dieser Lesung einmal behalten. Je größer die Versammlung und je toller dann die Worte, mit der man eine sogenannte Glaubenskonfession oder was auch immer macht, desto mehr die Kompromisse darin sind. Die Kompromisse des Wortes Gottes mit dem Wort der Menschen. Und deswegen halte ich nichts von solchen. Ich halte im Grunde auch nichts von den Waldensern. Also in dem Sinne halte ich da nichts von, dass ich meine, dass auch bei den Waldensern nicht der pure, reine biblische Verstand regiert hat. Der regiert nie in einem riesigen Volk, das dem Volk. Das Israel des Alten Testaments hat das ja mehr als genug bewiesen. So viele Menschen können niemals 100% rein dem Schöpfergott folgen. Aber ich gehe auf die 6 Punkte in der nächsten Lesung nochmal drauf ein, da könnt ihr euch dann schon drauf freuen und dann machen wir auf Seite 87 in diesem Buch weiter. Und ich freue mich drauf auf die neue Fortsetzung dieses Buches, die Geschichte der Inquisition im Mittelalter von Henry Charles Lear. Ich danke euch fürs Zuhören, fürs Zuschauen, für eure Kommentare und bis zum nächsten Mal. Möge Gott euch behüten und beschützen und segnen auf all euren Wegen. Jörg von Joggler 66, Stunde der Wahrheit, sagt Tschüss. Preeminence, the firstborn from the dead.
church is his body.